Guten Tag, mein Name ist Anne Hahn. Ich verbringe den ganzen Mai in Brno und ich muss sagen, ich bin verliebt in Brno. Ich habe in einem Reiseführer, den ich in einem kleinen Antiquariat hier auf Deutsch erstehen konnte, gelesen, dass man Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt hat, nur ein echter Wiener ist ein Briner und Brno Brien ausgesprochen wurde. Ja, ich bin wirklich sehr glücklich, hier sein zu können und erstmal, dass meine Kollegen, die Christina Fiebig, Günther, hier so eine wunderbare Arbeit macht, miterleben zu dürfen, wie ein Theaterstück entsteht, was sie recherchiert, den Jakub Cimcik und seine wunderbare Ausstellung, die ich leider nicht ganz verstehe, aber das werde ich auch noch rausbekommen in den nächsten 2 Wochen, habe ich sehr mit Respekt betrachtet und bin begeistert davon. Auch die Idee, ein Festival wie dieses zu machen, wo so viele Menschen eingeladen werden, die Möglichkeit haben, sich mit dem Gedanken der Versöhnung auseinanderzusetzen, in allen Perspektiven, beeindruckt mich sehr. Ich bin viel durch Brno gelaufen, habe das alte Stadion besucht, ich interessiere mich auch für Fußball und habe einen Fasan allein auf dem Rasen herumlaufen sehen und fand das sehr romantisch. Verstehe aber auch die Fans vom 1. FC Brno, dass sie das neue Stadion nicht so annehmen. Ich war bei einem Spiel gegen Zlin und da waren nur 4000 Zuschauer da. Und jetzt muss ich mal in meine Notizen schauen. Ja genau, mir fällt auf in Brno, dass es sehr viele Spielplätze gibt, dass die Stadt sehr schön, modern, sauber ist. Unglaublich viele Museen und noch mehr Theater, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Die Sportstätten haben mich wirklich umgehauen. Was gibt es hier alles für Möglichkeiten, Sport zu treiben? Ich gehe selber immer schwimmen, war auch gerade eben in Krabi Hora. Und bin erstaunt, dass es Tennisplätze, Hockeyplätze gibt in einer Fülle. Also wenn Berlin davon nur einen Teil hätte, wären wir glücklich. Und mir sind auch schon schöne Dinge passiert. Hier in der Galerie 99 hat ein alter Mann ein deutsch-tschechisches Kinderlied für mich gesungen. Also sehr schöne Begebenheiten. Und ich möchte etwas zurückgeben und werde am Sonntag um 19 Uhr aus meinem Roman 3 Tagebuch lesen. Da habe ich versucht, meine Familiengeschichte zu recherchieren und zu verarbeiten und habe versucht herauszubekommen, wie es meiner Großmutter damit ging, dass sie mit 7 Kindern aus Komotau vertrieben wurde, wie sie die Zeit davor erlebt hat, ob sie vom Zweiten Weltkrieg politisch überhaupt etwas mitbekommen hat. Ich danke Ihnen.